Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Viele Entwicklungen verlaufen ja eher im Hintergrund und der durchschnittliche Leser oder Zuschauer von medialer Berichterstattung hat diese gar nicht im Blick. Und eine dieser Entwicklungen, die ist gerade die Entwicklung von Robert Habeck. Denn Robert Habeck ist am Ende. Jetzt werdet ihr euch denken, das weiß ich ja noch gar nicht. Nun, das ist tatsächlich so, denn was gerade im Hintergrund über Robert Habeck zusammenbricht, davon wird er sich langfristig nicht erholen können. Es ist praktisch sein persönlicher Untergang, seines persönlichen politischen Projektes, was er mit Deutschland vorhat. Und ausgerechnet die AfD kann nun massiv profitieren und wird daraus auch stark Kapital schlagen können, was den anderen Parteien gerade wirklich sehr große Angst macht. Mehr dazu erfahrt ihr im heutigen journalistischen Beitrag. Als normaler Bürger fragt man sich gerade ja schon, in was für einer Realität lebt eigentlich diese Ampelregierung? Leben die überhaupt noch in der gleichen Realität wie wir alle? Denn es wird ja mehr oder weniger geleugnet, was eigentlich gerade passiert. Nämlich, dass unsere Wirtschaft wirklich zusammenbricht, die Produktion wird in immer mehr Unternehmen wirklich drastisch zurückgefahren. Immer mehr Unternehmen wissen auch gar nicht mehr, ob es überhaupt länger geben wird. Der Mittelstand ist wirklich in akuter Gefahr. Und es ist ja auch wirklich so, das sind ja die Fakten, dass wir eben der einzige G7-Staat aktuell sind, der eben in der Rezession steckt, der eine schrumpfende Wirtschaft hat. All das sind ja bekannte Fakten. Aber auf all das gibt es irgendwie keine richtige Reaktion. Oder merkt ihr es vielleicht auch, kommt es euch das auch komisch vor, dass irgendwie Robert Habeck über alles Mögliche redet, aber nicht über diese Fakten. Und das sieht man zum Beispiel auch bei seiner Parteikollegin, bei Grünen-Chefin Ricarda Lang, die irgendwelche tollen Wirtschaftspläne vorstellt mit Unsummen an Geldern, wo nicht ein einziges Mal erklärt wird, woher diese Gelder eigentlich kommen sollen. Also das Problem ist wirklich, wir haben die Wirtschaft den Grünen anvertraut. Und das Problem ist halt, wenn man die Wirtschaft den Grünen anvertraut, das sieht man jetzt ganz deutlich, dann ist die Wirtschaft eben bald weg. Und genau das macht eben sehr vielen Bürgern im Land große Angst, diese Entwicklung hier verfolgen zu müssen. Und diese Entwicklung ist natürlich damit verbunden, dass wir einen regelrechten politischen Umbruch erleben. Und dieser politische Umbruch, der ist wirklich nicht mehr und nicht weniger als akute Notwehr, muss man wirklich sagen, der Bürger. Man sieht es zum Beispiel daran, dass eben die politische Stimmung am Kippen ist. Eine Umfrage für die Europawahl, die ja wirklich schon im neuen Jahr dann auch stattfindet, also sie ist gar nicht mehr so weit weg, wie ihr eigentlich denkt aktuell. Die ist wirklich desaströs für die Grünen. Ihnen droht wirklich europaweit ein Absturz, in Deutschland, aber eben auch in der Europafraktion, weil eben auch europaweit die grünen Parteien abgewählt, weggewählt werden. Und gerade eben auch rechtskonservative Parteien, bürgerliche Parteien können massiv zulegen. Und genauso sieht es übrigens aktuell auch aus, wenn man die AfD-Entwicklung in Deutschland anschaut. Denn die AfD hat nun wirklich eine wahnhafte Sensation geschafft. Diese wahrhafte Sensation, die hat es wirklich in sich. Denn wir wissen ja alles, die AfD immer als Ostpartei verschrien wurde, eben als Partei, die im bösen Osten gewählt werden würde und nur da. Man hat immer versucht, auch den ostdeutschen Bürgern da die Schuld zu geben. Und das Ganze rächt sich jetzt wirklich sehr, weil ich habe immer gesagt, es ist ein deutschlandweites Aufwachen. Und das sieht man jetzt eben auch, dass es deutschlandweit erfolgt. Ich blende euch hier eine Umfrage ein, das ist ein neuer Rekord für Westdeutschland. Die AfD liegt nun im Saarland bei 23% und ganz wichtig, die Grünen liegen bei 4,5%. Und das Leute in einem westdeutschen Land, müsst ihr euch mal vorstellen. Und damit ihr auch wisst, warum das hier wirklich eine Sensation ist, die der AfD eben gelungen ist. Bei der letzten Landtagswahl im Saarland, das könnt ihr alle nachprüfen, hat die AfD gerade einmal knapp über 5% geschafft. Also das ist wirklich mehr als eine Verfünffachung hier des Wahlergebnisses. Beziehungsweise wir müssen wirklich sehen, in Kontrast dessen, dass man einfach sehen kann, man hat mehr als 5-mal so viel wie die Grünen hier und hat das Wahlergebnis wirklich so stark ausbauen können. Und ich sage nur so viel, man muss den Trend hier auch so begreifen. Wenn die AfD jetzt bei 23 ist, gehe ich davon aus, dass sie sogar noch weiter steigen würde, wenn es eine tatsächliche Wahl ist, weil der Trend einfach so extrem ist. Also wir sehen wirklich, die AfD kommt praktisch von nichts und geht jetzt in die 20er Region rein. Das ist wirklich extrem und wir können an dieser Stelle einfach sagen, es ist eine wahnsinnige Sensation, dass die AfD sowas gerade schafft, zum Beispiel auch in Hessen, wo sie ja auch bei 20% steht. Also wir sehen es wirklich sehr deutlich, dass die AfD im Saarland wirklich mehr als 5-mal so viel wie die Grünen hat und in Hessen eben auch schon mit den Grünen sich offen konkurriert um Platz 2. Also die AfD ist im Westen wirklich gekommen und das ist die Antwort der Bürger darauf, was gerade passiert. Das ist die Antwort der Bürger eben auf diese Zustände, die wir gerade erleben. Und das Wichtige an dieser Stelle, es ist die Antwort auch an Robert Habeck. Es ist die Antwort an Robert Habecks gescheiterte Wirtschaftspolitik. Und Robert Habeck, der ist nun völlig am Ende. Was genau gemeint ist, das zeige ich euch gleich.
Denn Robert Habeck, der scheint wirklich gar nichts zu merken. Ich werde nun Stellung nehmen zu einem aktuellen Interview von ihm. Und dieses Interview, ich verspreche nicht zu viel, das wird euch wirklich komplett aus den Socken hauen. Er hat nämlich gesagt, er ist stolz auf das, was er gerade als Wirtschaftsminister tut. Und ganz wichtig, er habe noch nie in seinem Leben irgendwas Besseres getan. Und da frage ich mich natürlich, wenn eine Rezession, wenn eine Rekordinflation, wenn der Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft das Beste ist, was Habeck je in seinem Leben gemacht hat, ja, dann frage ich mich eigentlich, was für ein Leben dieser Mann führen muss, die Frage. Die muss ja erlaubt sein. Und dass er wirklich nichts merkt, das merkt man daran, dass er jetzt zum Beispiel auch die Erhöhung der CO2-Steuer zusammen mit dieser Ampelregierung durchdrücken will. Also als wenn alles noch nicht schlimm genug wäre, als wenn wir nicht schon in der Wirtschaftskrise wären, als hätten wir nicht schon Rekordpreise, kommt jetzt wirklich von der Regierung eine künstlich erhöhte CO2-Steuer, die wirklich nochmal tanken und heizt und vieles andere auch teuer machen soll. Schreibt dazu mal eure Meinung in die Kommentare. Ich kann nur sagen, ich finde, das ist wirklich Wahnsinn. Aber warum Robert Habeck schon längst am Ende ist, warum ich glaube, dass er auch innerlich weiß, dass er nicht mehr lange weitermachen kann, das werde ich euch nun hier präsentieren und ich sage nur so viel, ich glaube, danach werdet ihr verstehen, warum ich das sage. Robert Habeck setzt ja wirklich massiv auf diese Wärmewende und natürlich kann er jetzt im September politisch sein Heizungsverbot erzwingen, wir machen uns gar keine Illusionen, die FDP ist mal wieder umgefallen, das Ganze wird also kommen, aber wir sehen jetzt eben etwas, das ist sehr interessant. In der Regel können so große gesellschaftliche Transformationen nur umgesetzt werden, wenn die Menschen auch eine gewisse Bereitschaft haben, da mitzumachen. Jetzt zeige ich etwas, das ist wirklich unglaublich. Es ist massiv eingebrochen, dass in Deutschland Wärmepumpen verkauft werden. Also das ist extrem zurückgegangen, wie viele Menschen eben eine Wärmepumpe haben wollen, wie viele Menschen da eben sich da bewerben, praktisch auch bei irgendwelchen Förderprogrammen, dass die ja eben gefördert werden. Also es ist wirklich richtig krass, wie die Menschen sich von der Wärmepumpe abwenden. Und das, obwohl jetzt eigentlich die Phase wäre, wenn man Habecks Gesetz ernst nehmen würde, wenn man es sinnvoll finden würde im Volk, würde man sagen, ja, wenn jetzt diese Umstellung 2024 kommt, dann müssten ja eigentlich die Anträge explodieren. Es ist genau das Gegenteil erfolgt. Das hat natürlich zwei Gründe. Zum einen, das darf man nicht unterschlagen, natürlich der finanzielle Teil. Es können sich immer weniger Menschen leisten, sowas einfach jetzt durchzuführen lassen, klar in dieser Krise. Aber noch viel wichtiger ist eben, das Ganze darf auch durchaus als Protest des Volkes gegen Habeck gewertet werden, dass eben viele Menschen gar nicht einsehen, dass sie das umsetzen sollen und dass wirklich viele Menschen auch darauf spekulieren, wie man auch, wie gesagt, auch sieht an den Wahlkreisprognosen, dass die Menschen einfach sagen, wir wählen anders, wir wollen eine andere Regierung. Und dann ist Habeck und sein Heizungsgesetz eben Geschichte. Und deswegen meine These, Robert Habeck ist eigentlich schon am Ende, wenn das Volk wirklich sich so konsequent dagegen stellt, weil wenn die Menschen diese Wärmepumpe einfach nicht einbauen, was will Habeck dann eigentlich machen? Will er Millionen Menschen bestrafen? Schreibt doch ihr mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Glaubt ihr, es gibt Widerstand gegen Habecks Heizungsverbot? Glaubt ihr, es gibt Widerstand gegen seine grüne Ideologie? Glaubt ihr, er könnte bald schon politisch am Ende sein? Oder glaubt ihr, Habeck regiert noch viele Jahre? Eure Einschätzung interessiert mich einfach an dieser Stelle, weil ich persönlich der Meinung bin, Habeck wird eh keine zweite Amtszeit als Wirtschaftsminister schaffen und sein Heizungsgesetz, selbst wenn es beschlossen wird, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es lange überleben wird. Dazu ist einfach der Widerstand im Volk zu groß, bis zu 80% waren ja in Umfragen dagegen. Und deswegen meine Bitte, teilt wirklich dieses Video überall, damit die Menschen sehen, Habeck ist schon am Ende, egal wie er sich gerade präsentiert und wir alle sollten darauf hoffen, dass ein wahnsinniges Heizungsgesetz gar nicht Realität wird. Deswegen danke an alle, die dieses Video teilen. Und wisst ihr, was auch ein sehr verlässlicher Indikator dafür ist, dass gewisse Leute wissen, dass sie eigentlich schon verloren haben, dass gewisse Grüne, gewisse Linke das ahnen, dass sie jetzt sowas machen, wie gerade in Hessen die Antifa gemacht hat, nämlich einfach mal die Privatadressen von ganz vielen AfD-Leuten veröffentlichen, mit dem Aufruf zur Militanz, mit dem Aufruf wirklich, das habe ich mir nicht ausgedacht, ich bin auf die Quelle ein, diesen Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Und da hat doch tatsächlich ein Experte gesagt, das ist eigentlich mehr oder weniger schon ein sehr direkter Aufruf auch zur Gewalt, wenn ich hier auch die Quelle ein, damit die sehen könnt, das kann man wirklich kaum irgendwie mit Interpretationsspielraum sehen. Es ist tatsächlich so, dass das Ganze als Gewaltaufruf eigentlich zu sehen ist, gerade auch wegen dem Wort Militanz und Adressen veröffentlichen. Ich meine, was erwarten diese Leute eigentlich? Da muss man wirklich mal Klartext reden. Es gibt wirklich Leute, die wissen, dass sie politisch gerade verlieren. Die wissen, dass die AfD in Hessen gerade in Umfragen bei 20% steht, dass die Landtagswahl am 8. Oktober ist. Und die haben so große Angst, dass es passiert, müsst ihr euch vorstellen, dass sie wirklich sagen, okay, dann riskieren wir jetzt wirklich, dass jemand zu diesen Adressen hinfährt und die Leute vielleicht zusammenschlägt oder noch Schlimmeres macht. Und da muss ich ehrlich sagen, das entlarvt diese Leute so krass, dass sowas in diesem Land mittlerweile wirklich möglich ist, nur um Ideologien zu behalten, nur um einen politischen Wechsel nicht zuzulassen. Und da muss ich wirklich an jeden einzelnen Bürger sagen, ihr könnt ja selbst die Entscheidung treffen, was macht es mit euch? Löst es in euch nicht auch diesen Effekt aus, dass ihr sagt, okay, am 8. Oktober zeige ich jetzt dieser Antifa jetzt erst recht, was ich von solchen Aktionen halte, indem ich eben die richtige Wahlentscheidung jetzt erst recht treffe. Das kann sich ja jeder mal überlegen, weil im Prinzip ist es ja so, man sieht, diese Leute sind verzweifelt, sie wissen nicht mehr weiter,
Deswegen greifen sie zu solchen Aktionen. Deswegen gibt es eben Gewaltaufrufe, weil sie eben merken, dass wir politisch gerade am Gewinnen sind, dass unsere Seite gerade am Gewinnen ist. Und das merkt man auch, wie dünn die Nerven zum Beispiel sind bei den Verteidigern dieses Systems. Zum Beispiel bei Georg Restle vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ihr wisst, ich bin hier praktisch einer der bekanntesten Kritiker im Netz. Das wisst ihr, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Seit so vielen Jahren fordere ich die Abschaffung dieser Rundfunkgebühr. Und Georg Restle, der ARD-Moderator, hat nun persönlich auf meine Kritik reagiert. Allerdings alles andere als freundlich. Ich blende euch hier auch ein, was Herr Restle zu mir geschrieben hat. Er meinte, tja, ich wäre so jung und hätte schon so viel Angst und so viel Zwang, aber Kopf hoch, das könne ja noch werden. Das hat er mir inhaltlich so gemeint. Und da sage ich ganz ehrlich, Leute, wie arrogant ist das eigentlich? Also ich kritisiere, dass dieser Mann unsere Zwangsgebühren für linksgrüne Propaganda bekommt. Was macht er? Er verweist auf mein junges Alter und tut so, als wäre das praktisch mein Charakterfehler, das zu kritisieren. Und ich werde schon noch erwachsen werden, dann werde ich die Rundfunkgebühren lieben. Da sage ich ganz klar, Herr Restle, ganz sicher nicht, mit sowas motivieren Sie mich nur. Mit sowas machen Sie, dass ich jetzt erst recht hier Vollgas gebe, um praktisch Leuten wie Ihnen demokratisch und rechtsstaatlich einzuheizen und weiter eben Berichterstattung zu machen, die gerade auch als Kontrapunkt zu Ihrer steht. Denn ich bin stolz, dass Never Forget Nikki ein Gegenpol zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist. Und eine Sache noch an Sie gesagt, Herr Restle, Sie meinten ja, Sie müssten mich hier so angreifen. Ich sage nur so viel, im Gegensatz zu Ihnen zwinge ich niemanden, mich zu unterstützen oder meine Arbeit zu finanzieren. Das machen die Leute völlig freiwillig. Und deswegen danke ich an dieser Stelle jedem Einzelnen, der meine journalistische Arbeit jetzt erst recht freiwillig finanziell unterstützt und so weiterhin ermöglicht, die Möglichkeiten, wie ihr meine Arbeit fördern könnt, blende ich hier im Video ein, Bankverbindung oder PayPal, völlig egal. Jeder, der meine Arbeit unterstützt, hilft mir wirklich sehr und ich verlinke diese Möglichkeiten auch im obersten Kommentar unter diesem Video, denn im Gegensatz zu Georg Restle mache ich wirklich Berichterstattung für das Volk und es liegt wirklich nur an euch, ob es hier weitergeht, ob es hier weitere Videos, weitere Beiträge von mir gibt. Das entscheidet eben ihr, ob ihr meine Arbeit unterstützen wollt. Jeder kann seine Wertschätzung hier freiwillig zeigen und ich danke jedem, der das tut, denn nur dank euch wird es hier weiter auf diesem Kanal auch gehen können, gerade auch gegen all diese Anfeindungen. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Macht das unbedingt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es hilft diesem Kanal sehr weiter, noch mehr Menschen zu erreichen, sorgt für noch mehr Aufklärung. Euch kostet das gar nichts, also unbedingt noch abonnieren. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder, Leute. Bis dann und ciao.